Moin Leute, am heutigen Tag werden wir einen Server betreten, auf dem ich schon seit Monaten nichts mehr aufgenommen habe, obwohl der Server wirklich zu meinen absoluten Lieblingsservern gehört, und zwar timolia.de. Wir werden hier einfach mal auf Beitreten klicken und viele von euch kennen sicherlich den guten alten MC Expert und dem habe ich wirklich unheimlich viel zu verdanken, denn er hat damals zusammen mit Stegi dafür gesorgt, dass ich zusammen mit der guten alten Sturmwaffel bei Varo 1 teilnehmen durfte und der ein oder andere weiß es vielleicht, damals habe ich mit Smurf tatsächlich Varo 1 gewonnen. Und Tim hat mich jetzt in den letzten Tagen gefragt, hä? Der kann fliegen. Was ist denn mit dem los? Auf jeden Fall hat Tim mich gefragt, also MC Expert, hey, hast du nicht Lust, beim Jump'n'Run Adventskalender teilzunehmen? Du bist doch da so gut drin. Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht sonderlich gut in Jump'n'Runs. Aber ich habe dann gesagt, ja klar, Tim, kein Problem. Das Problem ist allerdings, dass ich für Türchen 3 vorgesehen war. Und es fällt vielleicht dem einen oder anderen auf, heute ist nicht der 3.12., sondern bereits der 6.12., aber ich hatte wirklich keine Zeit. Ich war die ganze Zeit dabei, Autogrammkarten zu unterschreiben, damit wirklich jeder auch eine bekommt. So Leute, das werden wir jetzt alles nachholen. Und dazu müssen wir nur auf Spiel auswählen klicken. Wir gehen zum Adventskalender, gehen hier einfach auf den 5. Advent. Also es ist einfach nur der Servername. Und dann, oh, finde mich in jedem Türchen, um ein Geschenk zu erhalten. Ha! Weihnachtszombie! Hallo! Guten Tag, Sir! So, wir müssen jetzt hier nämlich hier auf Adventskalender klicken. Und da ist das 3. Türchen. Winterlandschaft. Zack! Okay. Und dann, zack, springen wir ins Türchen rein. Türchen 3. Oh. Viel Erfolg beim Springen. Liebe Grüße, Didi HD. Ja, danke, Didi. Oh. Diamantzeit, Goldzeit, Silberzeit. 10 Minuten? 15? Ha, warte, es geht ja... Die Zeit läuft ja schon. Oh Gott, okay, Leute. Unser Ziel ist die Diamantzeit. Also, oder doch lieber Gold? Ich weiß ja natürlich nicht, wie lang das hier geht. Und ich bin echt nicht so gut im Jump'n'Run-Stissel. Okay, Leute, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was glaubt ihr? Welche Zeit wird Pidizzle erreichen? Diamant? Gold? Oder Silber? Ich werde einfach mal nicht sagen, was ich so von mir selbst erwarte. Doch, nee, ich habe eigentlich das Ziel. Da ist jemand! Und er kann fliegen! Warte mal, ich muss mal tatsächlich die Sichtbarkeit. Weil das würde mich gleich nur ablenken, wenn der die ganze Zeit durch mich durchfliegt. So, komm. Weil wir müssen ja wirklich versuchen, die Diamantzeit zu knacken. Das wird wahrscheinlich unmöglich sein, aber kein Problem. Ach Mann, ich habe auch schon wieder Hunger. Ich hätte vor der Aufnahme was essen sollen. GLP sagt schon immer, der meckert immer. Er sagt, entweder hast du Hunger oder du hast dich überfressen. Aber ich esse nun mal einfach super gerne. Hat meine Oma auch schon immer gesagt. Weil ich habe immer super gut gegessen und mein Cousin, der war immer jemand, der hat das Essen in Anführungszeichen nicht so sehr gefeiert. Also der mochte das, aber Pidizzle hat immer noch eine extra Portion genommen. Oder wenn meine Oma Naschtüten gemacht hat. Oh, das war immer geil. Da war so geiler Kram drin. Ach, Omas sind einfach klasse. Wo muss ich hin? Hallo? Ach, da unten. Ha! Zack. Ast rein. Okay. Bis dato sieht's ganz gut aus, oder? Also, da waren jetzt auch noch keine so krassen Krankensprünge. Aber das reicht für mich. Man muss sich ja nur einmal zu spät praktisch drücken. Und dann lübt das. Also, dann lübt das nicht, weil dann lübt man runter. Kennt ihr eigentlich das Wort lübben? Ich habe nämlich auch so das Gefühl, also, das ist ja definitiv so, dass es halt zum Beispiel im Norden ganz viele Begriffe gibt, die man zum Beispiel hier in NRW, also ich wohne ja in Köln, dann Nordrhein-Westfalen, dies, das, dass man die gar nicht kennt. Da, oh, ich bin verwirrt. Ach, da muss ich längs. Also das ist immer, ich weiß zum Beispiel, dass man, glaube ich, im Süden Apfelspritzer, dass das eine Apfelschorle ist. Das ist völlig, aber das ist auch der einzige bayerische Begriff, den ich kenne. So, also es ist doch bayerisch, oder? Oh, Apfelspritzer. So, warte. Zack. Es sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Also, ich... Stimmt das? Bin ich noch kein einziges Mal runtergefallen? Junge, ich bin eine Maschine. Aber ich bin doch schon mal runtergefallen. Wofür steht die Null? Oder bin ich nicht runtergefallen? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte nicht runterfallen. Es ist bestimmt kalt. Und es schneit. Unten. Obwohl, in Köln hat es auch noch kein einziges Mal... Hat es bei euch schon geschneit? Doch, okay, es hat geschneit. Aber für mich ist... Also, so richtig... Schneien ist das erst, wenn der Schnee auch wirklich liegen bleibt. Weil sonst ist es irgendwie blöd.
Also ich finde die Stadt Hamburg, ich habe halt vorher in Hamburg gewohnt, wissen die meisten von euch. Und das war, oh, Hamburg im Schnee, so an der Alster längs schlawinern, das ist einfach, das ist traumhaft. Ich frage mich, wie das für Leute ist, die so, ja, die tatsächlich in Bayern wohnen. Weil da muss man doch überhaupt nicht weit und dann ist man direkt in den Bergen. Und dann kann man da richtig krass rodeln. Also in Hamburg konnte man nie so wirklich cool rodeln, also so lange. Bin ich hier richtig? Ja, es hat zumindest geklingelt. Hier? Okay. Und zack. Okay, wir haben noch. Ja, momentan sind die Zeit. Ich bin kein einziges Mal runtergefallen. Das ist ja unglaublich. Das wird sich wahrscheinlich gleich tausendfach ändern. Nein, och Mann. Jetzt werde ich nervös. Jetzt wurde der Bann gebrochen. Och Mann. Hätte ich doch jetzt bloß was zu essen. Ach, da konnte ich nach links. Das habe ich gar nicht gesehen. Deshalb war das so schwer. Warte. Hier? Ja, und dann hier drauf. Ach, ich bin so ein inkompetentes Stück Aal. Kennt ihr Aal? Das ist eine nordische Spezialität. So ein Zitteraal. Nee, Zitteraal ist es nicht, aber ist eigentlich ganz lecker. Ist Geschmackssache. Gibt ja auch viele Leute, die keinen Fisch mögen. Aber ich komme aus dem Norden. Da mag man eigentlich immer Fisch. Das ist auf der... Ich wurde ja auch in einer Fischfrikadelle wurde ich geboren. Ja? Viele zweifeln diese Story an. Ist aber... Stimmt. Auf einer Fischfrikadelle. Ja? Auf ein Krabbenbrötchen. Zack. So. Oh! Da unten ist eine fette Party. Ich weiß zwar nicht, wer da unten ist, aber... Warte mal, ist das nicht irgendwann mal vorbei? Ich meine, wir... Oh, oh. Es ist jetzt sogar schon Halbzeit. Ich wüsste gern, ob ich schon die Hälfte geschafft habe. Oh, oh, bin runtergefallen. Oder ob ich jetzt vielleicht gerade mal erst bei 10% bin. Oh nein, ey, bitte. Also noch ist alles drin. Es kommt halt einfach drauf an, wie lang das Jump'n'Run noch ist. Weil dann, oh Gott, oh, Eissprünge. Hä? Hä? Hi. Hua! Tja! Hoho! Oh, da wäre ich fast runtergelüppt. Checkpoint? Jawohl! Ist ja gar nicht... Ha, verdammt! Ich wollte schon gerade sagen, ist ja gar nicht so schwer. Zack. Kriege ich eigentlich Strafsekunden? Ich hoffe mal nicht. Ich habe darauf jetzt noch nicht so geachtet. Das sieht gut aus. Und! Jawohl! Geh die Treppe hoch. Wartet da das Ziel auf mich? Hallo? Oh, hier. Okay. Es war nicht das Ziel, was da oben auf mich gewartet hat, sondern eine leckere Naschtüte. Mann, was würde ich jetzt für eine geile Naschtüte geben? Das wäre cool. Oh, so am Kiosk sich noch eine Naschtüte machen. Das war immer geil. Zack. Auf. Oh, danke schön. Ist hier jetzt das Ziel, bitte? Hallo? Ziel? Bitte? Ach, da geht's längs. Da war ein Kürbis. Der muss mich doch direkt ins Ziel teleportieren. Jetzt geht's hier wieder runter. Aber hier ist immerhin ein Checkpoint. Zack. Und? Mann, immer noch kein Ziel. Oh Gott, wir haben auch nur noch knapp 3,5 Minuten. Scheiße. Hier muss doch irgendwann mal Schluss sein. Ach nein. Es war Schluss mit meinem... Ah, komm schon. Ja, hier rein. Ziel? Nein. Ey, Leute. Wir haben gleich nur noch 3 Minuten. Das wird jetzt aber verdammt knapp. Bitte, ey, komm schon. Ich möchte auch hier die Diamantzeit. Ich frage mich, wie viele gesagt haben, Diamant. Bestimmt niemand. Ich hätte... Oh. Hit. Her. Ja. Jetzt hier nicht runterfallen. Hier auch nicht. Ja, Checkpoint. Ast rein. Hier drauf. Ah, für die grünen Dinge habe ich mittlerweile einen 7. Sinn. Oh, scheiße. Nein, jetzt muss ich... Ach. Zack, zack. Und hier dran. Und jetzt das Ziel. Okay. Jetzt das Ziel. Och, Mann. Bitte. Ich habe nur noch... Ey, das sind jetzt gleich nur noch 2 Minuten. Was ist das denn für ein krankes Jump'n'Run? Jetzt kann ich auch verstehen, warum da teilweise bis zu 30 Minuten... Was? Ziel? Ach so, okay. Hier wieder rüber. Jawohl. Zack, hier geht's wieder... Bitte. Bitte. Oh, Checkpoint. Jawohl. Es geht wieder nach oben. Und hier rein. Das Ziel. Da vorne. Ja. Nein.
Ich hab nur noch 2 Minuten. Ey, komm schon, bitte. Es wäre so... Das Ziel? Nein. Immer noch nicht! Das kann doch nicht wahr sein. Wie lange ist denn das? Oh, und jetzt solche Jumps. Zack. Dann hier wahrscheinlich hoch. Das ist ja hundsgemein. Zack. Ist hier rüber. Das sieht aus wie das Ziel. Nein, es geht wieder nach oben. Oh Gott. Okay, Konzentration, Pidizzle. Komm schon, du schaffst das. Nein, ich bin wieder... Nein. Das sieht so aus, als könnte das hier... Ich falle hier immer runter. Ich habe nur noch 1 Minute Zeit. Jetzt. Ja. Vielleicht hier oben beim Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. Oh, ich hab... Oh, nein. Ich habe nur noch knapp 50 Sekunden. Zack. Komm schon. Bitte. Checkpoint erreicht. Muss ich nach unten bestimmt? Hier unten? Ja, ja, ja. Komm, lass mich hier längs. Lass mich hier längs. Ey, hier muss doch... Ich habe nur noch 30 Sekunden. Ja. Zack. Vielleicht hier jetzt längs? Bitte. Hier muss gleich irgendwo... Oh Gott. Du hast die... Was für eine Druckplatte? Ich hab die doch. Was? Ich hab jede erreicht. Ich hab nichts übersprungen. Das Betrug. Das wirklich Betrug. Jetzt mal ehrlich. 13 Sekunden habe ich noch. Ich hab aber nichts übersprungen. Hier. Und dann gehe ich hier längs. Zack. Es geht hier tatsächlich noch 10 Minuten. Ja, warte, aber ohne den... Nee, hier geht's wirklich noch weiter. Das ist doch ein Scherz! Das ist ja mega krank. Komm schon bitte, Weihnachtsmann. Hab Geschenke für mich. War das? Ich hab's. 1 Minute. Oh Gott. Ich fand's sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bewertung abschließen. Ich hab's geschafft. 11:41. Man. Die 1 Minute 41 hätte ich rausholen können. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das heutige Türchen erfolgreich geschafft. Noch einen wunderschönen Tag auf Timolia. Ja, danke schön. Hallo. Guten Tag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war echt ziemlich, ziemlich krass. Aber auch ziemlich nice. Hallo. Rudolf, Zerettnos. Kann ich jetzt hier rumfliegen? Oh, tatsächlich. Alter. Da ist... Studi HD. Leute, damit habe ich es geschafft. Ich habe hier erfolgreich das Jump'n'Run geschafft. Boah, ey, ich sehe echt ein bisschen fertig aus. Ich bin's auch. Denn ich werde jetzt gleich weiter Autogrammkarten schreiben. Und denn es sind schon ziemlich viele weg. Und wir wollen ja, dass alle versorgt sind. Leute, lasst eine kleine Bewertung da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.